Von Ucreen habe ich ein NAS bekommen, und zwar das DXP 4800 Plus. Ich habe dazu auch schon ein komplettes Video gemacht, aber das werde ich nicht online stellen. Denn die Software ist noch nicht ausgereift und das Ding ist ja auch noch nicht veröffentlicht. Also lasst es mich so sagen, dass die Software ist eine Katastrophe, die kann man nicht benutzen oder zumindest nicht so, wie man sich das wünschen würde von einem NAS oder wie ich mir das wünschen würde. Aber die Hardware ist halt ganz gut. Und was machen wir, wenn wir eine gute Hardware und ein schlechtes Betriebssystem haben? Naja, wir ändern halt das Betriebssystem. Und wie das geht, das zeige ich euch nach dem Intro. Das Ding ist ein ganz normaler PC und so sollten wir das auch behandeln. Und wenn man einen PC hat, dann geht man ins BIOS bzw. UEFI, ändert die Bootreihenfolge, steckt einen USB-Stick rein und fährt damit hoch. Und mit diesem USB-Stick, da ist dann zum Beispiel ein Linux drauf. Und dann kann ich halt auf dem PC ein anderes Betriebssystem nutzen. Und so ähnlich gehen wir jetzt vor. Es gibt hier ein paar Besonderheiten und genau deshalb mache ich auch dieses Video, denn man kommt nicht so einfach ins UEFI. Dazu muss man die Boot-SSD entfernen und die ist halt so versteckt, dass man erstmal das ganze Gehäuse auseinandernehmen muss und eventuell Garantieverlust droht. Dazu hat sich jetzt Ucreen noch nicht so eindeutig geäußert. Bevor also ihr euer Gerät kauft, fragt mal nach, ob ihr einen Garantieverlust habt, wenn ihr die Boot-SSD rausnehmt. Weil bei meinem Gerät war zum Beispiel so ein Garantiesticker, den ich entfernen musste. Den konnte ich zwar entfernen, ohne ihn kaputt zu machen, aber das heißt ja jetzt am Ende nichts. Also legen wir los. Wir nehmen uns das Gerät vor, drehen es rum und wir schrauben von hinten vier Schrauben ab. Bevor man an diese vier Schrauben rankommt, muss man vier Gumminupsis entfernen. Das habe ich jetzt hier mit dreien schon gemacht. Den letzten zeige ich euch jetzt hier noch im Video. Und wenn man diese vier Gumminupsis entfernt hat, dann kann man eben mit so einem Feinschraubendreher alle Schrauben lösen. Link in der Videobeschreibung, wie ihr an so einen Feinschraubendreher kommt. Wenn wir hinten das Plastik dann entfernt haben, also die Schrauben gelöst haben und das so ein bisschen rausgehebelt haben, das Plastik, dann sehen wir vor uns einen Lüfter. Auch den müssen wir entfernen, sonst kommen wir nicht an die Schrauben dran. Also vier Schrauben wieder vom Lüfter entfernen und ganz, ganz, ganz vorsichtig das Lüfterkabel vom Mainboard abziehen. Jetzt sieht man vier Schrauben, die man entfernen muss. Drei davon habe ich schon entfernt. Das sind hier diese innenliegenden Schrauben. Die müssen alle entfernt werden. Und eine von diesen Schrauben war bei mir von so einem Garantieaufkleber verdeckt. Ich konnte den problemlos aber zur Seite schieben. Also hier diese vier Schrauben raus und wenn man die alle draußen hat, dann kann man einfach das Gehäuse auseinanderziehen. Jetzt kommt man auch an die Boot-SSD. Die hat 128 GB und ist auch nochmal mit einer Schraube gesichert. Auch die lösen wir natürlich, ziehen wir ab und jetzt müssen wir einmal ins UEFI. Dazu schließe ich das Gerät mit Strom an, mit HDMI an einen Bildschirm. Das sind alles, was wir brauchen und natürlich noch eine Maus oder Tastatur dran, sonst kann ich halt nichts bedienen. Also am Ende sind es drei oder vier Stecker, die dann da drin stecken müssen. Beim Hochfahren müssen wir jetzt Ctrl F2 bzw. Steuerung F2 drücken, damit wir auch tatsächlich ins UEFI kommen. Hier deaktiviere ich dann den sogenannten Watchdog. Der sorgt dafür, dass das Gerät alle 3 Minuten hochfährt, wenn nicht das Originalbetriebssystem gebootet wird. Jetzt gehört uns das Gerät. Wir müssen einmal die Boot-Reihenfolge ändern, sodass Linux Mint zum Beispiel booten kann. Und dazu stecke ich jetzt einmal die Festplatte nicht in ihren ursprünglichen Sockel, sondern in einen der zwei anderen Sockel. Weil jetzt können wir nämlich ein Image von der Festplatte machen. Es gibt von Ucreen nämlich aktuell noch kein Recovery-Tool oder ähnliches. Das heißt, wenn wir jetzt diese Festplatte nutzen wollen, um dann ein anderes Betriebssystem drauf zu installieren, haben wir dann keine Möglichkeit mehr, das Originale herzustellen. Und das möchte ich mir jetzt nicht vorenthalten lassen. Deshalb habe ich mir überlegt, wir nehmen jetzt diese SSD raus, stecken die in einen von den anderen Slots
und starten dann einmal mit Linux Mint oder mit irgendeinem anderen Live-System. Linux Mint hat halt den Vorteil, da gibt es diesen GNOME Disk Manager und der kann halt in der grafischen Benutzeroberfläche ganz einfach ein Image erstellen. Das Image ist so groß wie die Festplatte, nämlich 128 GB. Das heißt, ich bräuchte jetzt also eine Festplatte, wo ich das Ganze drauf speichern kann. Kompression kann da Wunder bewirken, aber das Image braucht halt erstmal diese 128 GB. Ich habe ja schon ein NAS, also habe ich das über ein Netzlaufwerk gemacht. Also ich habe ein Netzlaufwerk in ja, das Live-System eingebunden und darauf dann das Image gespeichert. Wenn ihr jetzt natürlich noch keinen NAS habt, dann könnt ihr auch einfach eine externe Festplatte anschließen per USB und darauf dann das Ganze sichern. Wenn man dann dieses Image gesichert hat, dann kann man die SSD wieder umstecken in den ursprünglichen Boot-Slot. Wie gesagt, im UEFI dann sicherstellen, dass die Bootreihenfolge so eingestellt ist, dass als erstes das USB-Laufwerk bootet. Zurück in Windows kann ich jetzt also TrueNAS das Image runterladen. Wichtig ist, dass ihr hier nicht die Core, sondern die Scale-Variante nehmt. Die Core-Variante wird euch Probleme machen. Und die Scale-Variante ist dann halt ein ISO-Image und das schreibt man dann mit Rufus einfach auf den USB-Stick, auf dem vorher Linux Mint zum Beispiel war, oder man nimmt einen neuen USB-Stick. Jetzt boote ich wiederum mit dem und klicke dann die TrueNAS-Installation durch und habe dann am Ende ein Webinterface von TrueNAS und kann da anfangen zu konfigurieren. Man kann jetzt hier nicht ganz anfangen zu konfigurieren. Ich hatte nämlich das Problem, dass ich in dem Ukraine OS bereits die Festplatten benutzt hatte und in einen RAID eingebunden hatte und das mochte TrueNAS überhaupt nicht. Ich konnte auch nicht über die TrueNAS ja, Web-Oberfläche das Ganze dann formatieren oder so, das war nicht möglich. Ich musste erstmal die Festplatten rausnehmen und die mit Diskpart Clean in Windows sauber machen sozusagen. Also quasi das, was da vorher schon drauf formatiert wurde, einmal runternehmen, damit TrueNAS damit auch was anfangen kann. Hat mich jetzt etwas gewundert, dass TrueNAS das nicht in der Web-Oberfläche kann. Bestimmt irgendwie über die Command-Line möglich. Ja, aber man muss erstmal die Festplatten rausnehmen, wenn es nicht gehen sollte bei euch und dann mit Diskpart auf Windows, ja, mit Clean dann säubern, damit TrueNAS wieder was damit anfangen kann. Ja, ich hoffe, das Video hat euch jetzt geholfen und ja, ich bin mal gespannt, was ihr zu den Ukraine-Geräten sagt. Wenn ihr welche zu Hause habt, schreibt mir das mal bitte in die Kommentare, ob ich da der Einzige bin, der solche Probleme hatte mit dem Ukraine OS. Ich würde auch noch auf zwei andere Videos verweisen, und zwar von The Geek Freak und von der Raspberry Pi Cloud. Auch die haben sich mit dem NAS beschäftigt, auch die haben TrueNAS und Unraid darauf laufen lassen und auch die hatten Probleme mit Ukraine OS.